buongiorno a tutti! Willkommen auf dem YouTube-Channel, wo man alles lernt, wie man Tessinerin oder Tessiner wird. Ich wohne seit einem Jahr im Tessin und wir haben jetzt hier einen Tessiner Bundesrat und ich gefunden, perfekte Möglichkeit, um euch ins Tessin näher zu bringen, weil der Kanton hat ja ganz viele Eigenheiten, die wir Deutschschweizer nicht haben. Zum Beispiel fangen wir doch an mit dem Dialekt. Il Tessin ha moltissimi dialetti, ogni val, galzeur. Also, und heute sind wir in Tesserete. Tesserete, das ist ein Dörfli oberhalb von Lugano, etwa eine Viertelstunde obendran. Und da hinten fängt das Tal an. Das Tal in Lugano. Nein, es gibt ganz viele Täler im Tessin. Und dort redet eben der Dialekt. Und den probiere ich heute zu lernen da mit den Leuten. Die sind ja meistens recht offen. Ich habe gehört, man muss einfach nur ins Restaurant reinlaufen und dann schnurren sie von allein. We try. Trovata l'Arianna! Applauso per Arianna! Ciao! Mi sono dalla Val e sono mai stai a Zurich. Val e non mai stato a Zurich. Mai stai a Zurich. Mai stai a Zurich. Che pensi? Va bene, va bene. 10 punti per me! La sera sto a ca con mio figlio. La sera sono a sta. Sto a ca. La sera sto a ca con mio figlio. Con mio figlio. Benvenuto, come si chiama benvenuto? Come si è in dialetto? Ma non si, non si dice benvenuto in dialetto. No? Ah, che peccato, si dice... che si dice? Non c'è un benvenuto. Nelle valle non sono molto comunicativi. No, allora. No. Ah, ecco, lui parla bene anche dialetto. Lui. Il Togni. Ah, lui, Togni. Vieni, Togni. Vieni, Togni. Dai, veloce. Togni, dobbiamo filmarti. Cos'è, come si dice benvenuto in dialetto? Benvenuto. Benvenuto, Togni.